In Essen hat ein Streit unter Jugendlichen ein tödliches Ende gefunden. An einer Bushaltestelle soll ein Wort das andere gegeben haben. Dann sticht einer der Beteiligten zu. Ein 14-Jähriger geht zu Boden. Der Junge wurde noch reanimiert und starb wenig später im Krankenhaus. Isabel Bujan berichtet. Es ist gegen 2.50 Uhr nachts, als der Streit zwischen mehreren Jugendlichen eskaliert. An dieser Bushaltestelle in Essen soll ein 17-Jähriger auf einen 14-Jährigen eingestochen haben. Verletzt ihn am Oberkörper. Anwohner werden Zeugen eines blutigen Tatorts. Ich habe gesehen, dass ein kleiner junger Mann auf dem Boden lag, ohne jegliche Berührungen. Und um ihn herum waren mehrere Jugendliche gewesen. Polizisten und Rettungskräfte schaffen es zunächst noch, den Jungen vor Ort zu reanimieren. Er wird ins Krankenhaus gebracht. Dort aber stirbt er später an seinen schweren Verletzungen. Der tatverdächtige 17-Jährige ist vermutlich alkoholisiert, kann zunächst fliehen. Die Polizei fahndet jedoch mit einem Hubschrauber nach ihm und kann ihn kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts festnehmen. Die Essener Polizei hat nun eine Mordkommission eingesetzt, die die Ermittlungen aufgenommen hat.